Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde FIFA 13 Ultimate Team. Ja, hier ist auf jeden Fall noch vor dem, also ich spiele gerade noch vor dem großen Pack Opening, vor dem 100.000 Pack Opening, also 100.000 Münzen Pack Opening. Und daher nicht wundern, falls dieses Video nach dem Pack Opening kommt, was ich mal vermute, vielleicht auch nicht. Aber egal. So, was machen wir? Online Seasons ist immer gut. Haben wir letztes Spiel also grandios gewonnen, 7-2. Auf jeden Fall ein sehr schönes Spiel. Okay, die Werte sind noch vertretbar. Den hier nehmen wir mal raus, den guten Müller. Dafür könnte man Gündogan wieder rein. Und ja, packen Reus wieder in den Sturm. Und dafür nehmen wir wieder, na, wo ist er da? Den guten Schürrle. Jo, und dann geht's auch weiter mit dem nächsten Spiel. Komm. Suche Gegner. Gut, AS Rom Wappen. AS Rom Trikot. Rom. FC Dream Team. Gucken, was er für ein Team hat. Ein italienisches, war irgendwie klar. 96 Chemie nur mit ganz vielen falschen Aufstellungen. Also wirkt nicht so, als ob er wirklich Ahnung davon hätte. Und die besten Spieler sind es, glaube ich, auch nicht unbedingt alle. De Rossi auf jeden Fall. Arturo Vidal. Abiati im Tor. Na, egal. Los geht's. Hoffentlich läuft dieses Spiel genauso gut wie das letzte Spiel. Ja, los, 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 los. Komm. Keine langen Lamellen hier. So hieß der Spieler gerade, der da war. Lamela. Aber egal. Mal gucken, ob der Gegner hier zumindest besser ist als im letzten Spiel. Der war wirklich ausnehmend schlecht, besonders für die erste Liga. Wow. Zack. Ah, da sollte der Pass nicht hin. Der sollte ganz nach vorne. Sehr schön abgenommen. Oder abgefangen, besser gesagt. Wow. Pass. Ah, der Pass kommt nicht durch. Na, meiner, meiner, nein. Ah, schade. In der Mitte sind ganz viele Leute frei. Warum sind die alle da frei? Er hätte flanken können, auf jeden Fall. Er hätte sogar, vielleicht sogar flanken müssen. Da waren so viele Leute in der Mitte frei. Na, Reus war auch frei. Hui, scheiß Pass. Kein Elfmeter. Das war gar nichts. Nee. Nee, 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 Neymar. Nee, das war auf jeden Fall nichts. Gut. Oh, komm. Komm, 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 komm. Nein, 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 nein. Na gut, hat er versucht, die Flanke zu bringen. Oh, ich darf nicht so schnell reden, sonst verschlucke ich Wörter und Buchstaben. Was macht er denn da? Was mache ich denn da? Wollte ich fragen. Meiner. Na, ach Mann. Komm, ich muss jetzt mal langsam zu einem ordentlichen Angriff kommen. Na, den Pass spielt er. Er geht oft über außen, wie es aussieht. Und versucht sich dann irgendwie rein zu dribbeln. Oder rein zu tricksen, besser gesagt. Was macht er jetzt? Macht er jetzt? Macht er jetzt? Lange Sucherei nach dem richtigen Schützen. Da hätte ich immer gar keinen Bock drauf, wenn ich jedes Mal den Schützen wechseln müsste. Wow, der Pass, Mensch. Zweimal. Nein, kein Foul. Was? Foul. Oh, das ist eine gute Freischussposition. Achtung, Achtung. Und er benutzt keinen zweiten Spieler irgendwie zum Antäuschen oder irgend sowas. Du gehst in die Mauer. Oh, nice. Sehr nice. Gucken wir uns vielleicht nochmal an, wenn er es nicht überspringt. Sehr guter Freistoß. Ganz knapp an den Pfosten noch gegangen. Da muss ich aufpassen.
sich solche Gelegenheiten nicht öfter für den Gegner bieten? Wow. Ach man, die Pässe. Was ist mit den Pässen los? Die haben letztes Spiel noch alle so gut geklappt, die Pässe. Und jetzt läuft's irgendwie nicht mehr. Hat Adler. Und das war abseits. Oh. Was mache ich da? Ich habe versehentlich Macht der Gewohnheit einen kurzen Pass gespielt. Die Pässe sind schlecht heute. Meiner Pischsteiger souverän auf seiner Position. Gut. Komm, jetzt mal ein ordentlicher Angriff. Ey, das kann doch nicht sein, dass ich hier keinen ordentlichen Angriff zustande bekomme. Er deckt aber auch gut meine Spieler. Das macht er wirklich gut. Oh, schöner Versuch. Schade. Okay. Na, komm, jetzt mal ein ordentlicher Angriff, bitte. Mann! Komm, jetzt sprinte doch mal los da vorne. Gut. Lächerlich. Einfach nur lächerlich. Okay, was macht er da? Ich habe auf jeden Fall gerade nichts gemacht. Drücken wir mal so gleich auf Fortsetzen. Pause. Warten auf Gegner. Ah, da ist er ja wieder. Was hat er jetzt damit bewirken wollen? Also ich glaube kaum, dass er jetzt schon ausgewechselt hat oder irgendwas. Vielleicht musst du auch einfach nur ein Schlückchen trinken oder irgendwas. Habe ich bevor, also wenn ich nicht aufnehme oder so, habe ich sowas auch schon mal gemacht. Ist einfach mal in Pause gedrückt und was getrunken, weil mein Hals ein bisschen trocken war. Vom vielen Brüllen. Nein, natürlich nicht. Einfach nur so getrunken. Ach, meiner. Schade. Ach, Mann. Dann nehme ich mal den Ball ab und dann rennt er mit dem Ball ins Aus. Ich glaube, ich hatte noch keine Offensivaktion, kann es sein? Also noch keine wirklich oder überhaupt noch keinen Torschuss oder sowas? Na, komm her. In der Mitte ist frei. Ja. Was soll ich dazu sagen? Doppelpfosten. Zweimal gegen Pfosten gehauen. Oder war das beim Pfosten? Ich glaube schon. Komm, jetzt mal. Jo. Was? Elfmeter? Okay, Elfmeter. Nehme ich auch. Dankeschön. Jo, können wir überspringen. Schweini schießt. Ich bin eigentlich ein sicherer Elfmeterschütze, aber diesmal. Diesmal nicht. Der war eigentlich gar nicht mal so schlecht geschossen. Im grünen Bereich und noch halbwegs stark. Und platziert ist der bei mir eigentlich so gut wie immer. Also ich habe mir da angewöhnt, wie lange ich den Stick hochdrücken muss. Aber irgendwie, naja. Egal. Elfmeter-Tore sind doch sowieso scheiße. Die müssen aus dem Spiel herauskommen, damit sie gut sind. Oder direkte Freischusstore sind auch ganz geil. Na. Spielen wir hier. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte euch eine angetäuschte Flanke machen, aber. Egal. Oh. Warum spielt er nicht auf den Freien? Warum spielt er nicht auf den Freien Mann? Das verstehe ich nicht, aber. Egal. Komm. Das Tempo fehlt. Komm. Blaschikowski. Ach, Halbzeit. Okay, das 0-0 ist, denke ich mal, bisher gerecht. Bringt mir aber überhaupt nichts. Da hat man die Chance nochmal gesehen. Ja gut, er hatte mehr Chancen, kann man sagen. Ich denke, alles in allem. Na gut, er hätte wirklich schon das Führungstor machen müssen. Also,
Aber 0-0 bringt hier zumindest in der ersten Liga überhaupt gar nichts. Also ein Unentschieden allgemein. Da man 21 Punkte braucht für... Ach Mist, es war schlecht. Für den Pokal. Und das sind halt 7 Siege und 3 Niederlagen. Oder einfach nur so 7 Siege. Was anderes ist da eigentlich vollkommen unnötig. Weil 3 Unentschieden wäre, ganz ehrlich, wäre einfach bescheuert. Aber egal. Egal. Und selbst dann dürfte man insgesamt nur einmal verlieren. Ach Mann! Du schießt jetzt kein Tor hier. Na, meiner. Ach komm, spiel den Pass. Jo. Schöle, bitte sprinte doch. Ja! Was ist das denn? Wie geht's denn sowas? Mann, ey, das kann doch nicht wahr sein. Das hätte sein müssen. So sehr hat er sich bestimmt auch geärgert. Oh, was war das? Bei seinem Doppelpfosten. Mann! Ecke. Oh, ich brüll zu viel. Mann, oh. Das ist doch scheiße, ey. Ganz ehrlich. Ach, Mann. Naja. So gleicht sieht es vielleicht wenigstens ein bisschen aus mit den Chancen. Beziehungsweise einfach mit den vergebenen. Ach, sprinte doch weiter, Blaschikowski. Komm. Also, ich weiß nicht, was da los ist. Das geht einfach mal gar nicht klar, dass ich so viele Chancen vergebe. Na, hast du noch? Ja, hast du noch. Gut. Flanke, Kopfball. Nope. Und sowas bin ich halbwegs gut. Ach, Quatsch. Ich bin überhaupt nicht gut. Ach, Mann. Komm. Put. Put. Gib mir das Bällchen. Danke. Und nach vorne. Komm, spiel doch den Pass direkt. Aber irgendwo für mich, oder? Ja, für mich. Ganz klar. Nein! Da wollte ich nicht hinspielen. Komm. Ach, Mann. Komm. Gut. Fein. Ja! Bams, Götze. Super. Das war jetzt auch endlich mal verdient. Also zweite Halbzeit habe ich dominiert. Erste Halbzeit hat er dominiert. Und jetzt ist auch wirklich das verdiente Führungstor passiert. Zumindest wenn man es an der zweiten Halbzeit misst. Naja. Oh, schwerer Fehler von mir. Besonders der verschossene Elfmeter. War auch echt unnötig. Gut. 1-0 die Führung. Mal gucken. Ach, versuch nachzulegen. Zu halten ist immer so scheiße einfach. Es macht keinen Spaß. Ein Punktestand oder ein Spielstand einfach mal zu halten, das ist einfach... Na gut, sagen wir mal, in einem Pokalfinale und ich führe 1-0 und der Gegner ist am Drücker. Ich will mal sagen, dann wäre es in Ordnung, wenn man versucht, den Ball zu halten, aber sonst ist es eigentlich irgendwie nur einfach nur scheiße. Ach, verdammt. Ach, Mist. Naja. Und er hat schon wieder pausiert. Entweder bricht er ab oder er wechselt aus. Oder er trinkt einen Schluck.
Könnte ich eigentlich auch mal machen. Mache ich jetzt aber nicht, weil ich gerade nichts zu trinken in der Nähe stehen habe. Na komm. Na komm. Mach weiter. Komm, ich drücke jetzt so lange die X-Taste, bis es weitergeht. Komm. Weiter. 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 Ja, siehst du, hat geklappt. Er hat ausgewechselt tatsächlich. Da, Lamella. Habe ich doch am Anfang des Spiels gesagt. Meiner. Ah, da gut abgefangen. Sehr gut abgefangen. Jetzt haut er direkt drauf. Oh, super Schuss. Super, das Handschuss auf jeden Fall. Nein, das ist meiner. Ach komm, hauen wir noch einfach mal so raus. Nee, Reus läuft nicht. Reus hat keine Lust zu laufen. Oh, danke. Genau darauf habe ich gewartet. Ja, nein! Mann! Es hat noch nie im Leben geklappt, dass wenn ich mit einem Spieler raufgerannt bin auf einen Gegner in seiner eigenen Hälfte, dass es dann, dass ich dann wirklich den Ball bekommen habe. Aber hier hat es mal tatsächlich funktioniert. Und wehe, er macht jetzt ein Tor. Ich würde mich so abfacken. Seine Distanzschüsse sind auf jeden Fall nicht schlecht. Aber eben halt nicht gut genug. Boah, ey. Also wenn ich hier nicht gewinne, dann traue ich echt den Chancen nach, die ich vergeben habe. Foul, ganz klar. Oh, sogar noch gelb. Gut. Komm, weiter. So, nochmal auf den da. Au, rauf! Ah, nicht mal Ecke. Nicht mal Ecke. Schade, schade. Oh. Aufpassen. Aufpassen, aufpassen, aufpassen. Also, das war gerade echt fail von mir. Wenn der reingeht, dann bin ich selbst schuld. Ja. Das war ein sehr großer Fail. Fail, fail, fail. So, jetzt habe ich keinen Bock auf den Mist. Jetzt gehe ich volle Offensive rein. Oh, nee. Nein, was macht er denn? Nach vorne. Na, schade. Und 100% Pace mache ich auch noch rein. Oh, nicht, dass ich jetzt den Gegentreffer kassiere, was mir aber eigentlich relativ wurscht wäre. Komm, bitte lass mich die Chance noch ausführen hier. Was ist das? Das ist ein Foul auf jeden Fall. Ah, er hat's vorausgesehen. Er hat's vorausgesehen, dass ich dahin spiele. Er hat's vorausgesehen. Ich hätte auch nach außen spielen können. Nein! Ja, gut. Ich bin voll Offensive gegangen und damit das Risiko auf ein Gegentor. Er wird sich freuen. Aber das Unentschieden hätte mir einfach nichts gebracht. Kann man so sagen, wie es ist. Ja, vielleicht haue ich ihm jetzt noch einen rein. Hier, Alaba stürmt durch. Na? Flugkopfball geht daneben und das war's. Gut, 1 zu 2 verloren. Also, auf jeden Fall ein ausgeglichenes Spiel, kann man sagen. Aber naja. Gut. Gut. Komm, drück jetzt mal weiter. Komm. Na komm. Und das hasse ich immer, wenn die. Ah, doch, gut. Können wir eigentlich. Gucken wir nochmal Statistik. Zack. Und ja, ich sag das zack immer, um das nachher mit dem. Also das Video mit dem Audio, mit der Audiospur zu synchronisieren. Ja. Anderen Gruppen gibt es dafür nicht. Also nicht wundern, wenn ich mal zack sage, wenn ich auf die Statistiken klicke. Na, 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 na. Na, 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 na. Gut. Wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr gerne eine Bewertung da lassen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss.